Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Infovideo präsentieren. Wir wollen uns nämlich nochmal ein bisschen näher das Warbound-System anschauen, denn Blizzard hat da einen kleinen Blue Post released, wo wir eine nette Info kriegen, die, denke ich mal, für den einen oder anderen eine sehr coole Geschichte ist. Was handelt es sich genau? Wir haben ja das Warbound-System und da ist es ja so, dass wir T-Mog von allen möglichen Klassen dann auch lernen können. Heißt, wir haben zum Beispiel einen Krieger und es droppt einen Stoffteil und ja, er kann es dann quasi auch lernen. Er kann es zwar nicht selber transmoggen, also das Aussehen annehmen, aber zumindest lernen für einen anderen Stoffchar. Und das Einzige, was bis jetzt gefehlt hat, waren tatsächlich die Tier-Tokens. Die hat Blizzard so ein bisschen, naja, ausgeschlossen, in Anführungszeichen. Und dahingehend haben sie jetzt einen neuen Blue-Post verfasst, weil die Community sich schon ein bisschen drüber aufgeregt hat, meiner Meinung zu Recht. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal durch, was da Schönes drinsteht. Das Ding habe ich jetzt leider hier auf Wir hätten nur auf Englisch gefunden, aber ich werde euch das so ein bisschen näher bringen, falls ihr dem Englischen nicht mächtig seid. Also, was steht in dem Blue Post drin? Classset Tokens from Legacy Raid, Shadowlands and Earlier are now Warbound and can be transferred to Kraktos on the account. Heißt, alle Z-Tokens, also wenn zum Beispiel einen T3-Z-Token in Black Temple droppt, könnt ihr das Ding nehmen und das auf eure anderen Chars schicken, beziehungsweise über diese Warbound-Bank hin und her transferieren. Wer jetzt nicht genau weiß, was das Warbound-System ist, ich habe das sehr ausführlich schon in einem anderen Video erklärt. Da sind wir auch über einen sehr, sehr ausführlichen Blue-Post von Blizzard rübergegangen. Aber um es schnell zu sagen, es ist quasi ein neues System, das ähnlich wie Account-wide ist. Der einzige große Unterschied daran ist, wenn ihr die Sachen anlegt, die Items, dann sind sie quasi seengebunden. Und so ist es halt auch hier. Die Tier-Tokens sind dann Account-wide verschickbar, beziehungsweise über die Warbank transferierbar, und sobald ihr die aktiviert, dann sind sie seengebunden. Wichtig ist es halt dann fürs T-Mog-Farm, heißt, ihr seid mit einem Krieger unterwegs und es droppt ein Token, das für einen Druid, Schurken, Magier, DK ist, dann könnt ihr das Ding nehmen und eurem Druid zum Beispiel geben und er kriegt das T-Mog. Ist eine nette Sache, geht halt, wie es hier im Text steht, von Classic bis einschließlich Shadowlands. Dragonflight ist da nicht drin und War Within ist da natürlich auch nicht drin. Ne? Wenn ihr den aktuellen Raid-Gear auf euren Twink geben könntet, das wäre schon ein bisschen komisch. Das Ganze geht live, sobald das Warbound-System live geht, und das ist ja quasi mit einem Pre-Patch. Ne? Also mit einem Pre-Patch zu War Within wird das möglich sein. Dann ist natürlich das T-Mog-Farmen mit einem einzelnen Charakter sehr effizient in alten Raids. Jetzt können wir uns hier noch Developer Notes durchlesen. Based on community feedback and to match our overall philosophy on Transmog Collection, class sets, tokens from Legacy Raid, Shadowlands and all, are now Warbound, allowing them to transfer to alts in order to collect the Transmog of your choice. For clarify, current expansion tier sets will remain unchanged from the previous status and bind on pickup. As they represent a large amount of power for the character who collects them. Naja, ihr seht schon, mein Englisch ist nicht so tippitoppi, aber ich denke mal, der Kern wird klar. Also Blizzard will halt schauen, dass man das komplette T-Mog-Zeug mit einem K farmen kann, um diese Philosophie, ne, dieses Warbound-System so ein bisschen aufzugreifen, und wie es oben schon steht, Community-Feedback, also da haben sich sehr viele aufgeregt. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ihr jetzt ein Spieler seid, wie die meisten sind, der T-Mog sammelt und einen Account benutzt, könnt ihr jetzt einfach in die Raids dann lostigern, sobald der Pre-Patch live geht, und alles, was da droppt, auch benutzen. Ne? Die normalen Gürtel, Handgelenke und was auch alles droppt, könnt ihr direkt lernen. Und die Tierset-Tokens, die müsst ihr dann halt auf eure Charakter schicken. Ich vermute mal, die brauchen dann trotzdem ein gewisses Level. Also ihr werdet dann schon jeden Char einmal brauchen. Also wenn ihr das DK-Set sammeln wollt, dann braucht ihr halt auch einen DK, der wahrscheinlich Level 20, 30, 35, je nachdem, was für ein Level quasi das Token hat. Aber ja, ihr könnt es dann halt hin und her schicken oder über die Warbank-Bank hin und her handeln. Genau, das war eigentlich diese Hauptinfo, die ich jetzt euch mitgeben wollte. Bin ich persönlich sehr froh, dass sie das jetzt gemacht haben, weil es einfach nur Sinn macht. Für mich persönlich bringt es tatsächlich nicht so viel, weil ich aus den ganzen alten Expansions die Tiersets schon habe. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch für einen Vorteil habe, also mir fehlen jetzt eigentlich die Shadowlands und Dragonflight Raids, wie ihr seht, noch Sachen. Und in Castle Nafria und Sanctum gab es, glaube ich, keine Sets, also kleine Tiersets, aber zumindest im Mausoleum, und da kann ich euch jetzt mal exemplarisch auch so Tokens zeigen, das sind zum Beispiel diese hier,
Und dieses Token, das könnt ihr einsetzen, um das Set zu kriegen für zum Beispiel Pala, Priester und Schamane. Und wenn ihr das jetzt wie, ne, ich bin jetzt gerade auf dem Druid, wenn ihr es auf dem Druid kriegt, dann könnt ihr es halt auf einen von diesen Charakteren weitergeben, einsetzen und dann kriegt ihr halt diese Teile hier. Ne? Also so funktionieren diese Set-Token ja immer. Die könnt ihr einsetzen mit den jeweiligen Klassen und bekommt dann das Teil, was ihr haben wollt. Genau. Ja, dann sind wir tatsächlich durch. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Änderungen in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, gerne im nächsten Video wieder. Euer Tala, bis dahin. Ciao.